Hallo und willkommen zurück zu Divinity Ego Draconis. Und ich bin auf dem Weg zurück zum Trümmertal. Eigentlich bin ich im Trümmertal. Wie heißt das Ding? Dieses Kaff da halt, diese Befestigung. Das ist ja nicht wirklich ein Dorf. Zum Dorf. Und ich muss mal gucken, dass ich hier so ein paar Quests abgebe. Ist nur die Frage, wer hat jetzt eigentlich alles. Und die Sache in der Gruft mache. Lass mal gerade gucken. Stimmt, ich muss mit dem Folo reden. Ich habe noch ein Goblinherz. Und ich muss dem Hauptmann die Position der Banditen verraten. Ja, ich glaube, das ist das. Okay. Achso, warte mal. Ich hatte wieder einen Haufen Tränke eingesammelt. Veredelung, die ich noch nicht benutzen kann. Glaube ich. Was ist eigentlich, wenn man einfach. Ja, okay. Ich wollte es mal testen. Dann. Das war meine alte Rüstung, die kann ich verkaufen. Und die drei Sachen kann ich auch verkaufen. Ach so, das ist ein Questgegenstand. Wie wäre es mit einem schönen Verlobungsring? Oder da seht euch Nee, meine danke. Waren an. Was will ich denn mit einem Verlobungsring? Jetzt hat er mich bei dem Ball gefragt. Mit dem Geld, bei den anderen Sachen nicht. Egal. Ich hätte jemand anderes mehr Geld gegeben. So, Bücher. Ja. Kannst du haben. Rest behalte ich erst noch. So, dann. Ja, und ich habe übrigens, ich sehe gerade, ich habe das nämlich übersehen die ganze Zeit. Wird benutzt. Das Spiel unterteilt das tatsächlich in. Da sind die Waffen, die Rüstung, Schmuck. Und hier das Hinteres wird benutzt. Das heißt, das darf man nicht verkaufen. Ist, ja, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Aber schön, dass ich es jetzt gesehen habe. So ist das. Was wollte ich? Deine Waffen durchgucken, deine, eigentlich mehr die Ausrüstung. Ich habe ja das Set gegen Dingens hier und die Stufe 10. Okay, das heißt, du hast nicht mehr wirklich was für mich. Kommt wieder. Probier gerade. Ich habe, nee, ich glaube, ich habe keinen neuen Kennwörter gekriegt, oder? Verkündet das Wort des Erkennens. Ja, ich glaube, ich werde wissen, wenn ich das Kennwort für den Wagen habe. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Zum Schweinebauern. Was wollte der Priester eigentlich noch mal? Hab ich schon mal vergessen. Ach so, wegen dem Turm, glaube ich. Ihr seid zurück. Sind meine Schweine in Sicherheit? Das sind sie. Ich habe Rosenknospen geflüstert und weg waren sie. Oh, das ist großartig. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Ich bin euch ja so dankbar. Ran an den Speck. So, wir können Bier, Stärke, Belebung, Geld oder noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ja, damit. Ich giere immer nach Erfahrungspunkten. Dann verkaufen wir noch unsere Goblin-Herzen. Können mal beim Schmied vorbeischauen. Und dann zum Hauptmann. Ah, ihr seid zurück. Was gibt's Neues? Goblin-Herzen. Ich will mal Erzen sagen. Nicht ich weiß schlecht. Nicht warum. Her damit. Und hier habt ihr euer Geld. Ah, Ich jetzt würde sage es ich für was. Bier und Dirnen ausgeben, aber das ist nur ein Vorschlag. Einen Moment, in aller Ruhe würde ich dafür mehr Geld kriegen. Viel mehr. Wo habt ihr das denn aufgeschnappt? Ist ja gut. Ihr bekommt den vollen Preis. Sehr schön. Wie ist eigentlich mit etwas Größerem? Goblinherzen sind am lukrativsten, aber ich habe da noch einen anderen Plan, sofern ihr dafür zu haben seid. Nun, Flussheim wird von einer Hungersnot geplagt, aber um Aleroth steht es auch nicht viel besser. Verflucht seien die hungrigen Mäuler in Flussheim! Sollen sie doch vor die Hunde gehen! Ich bin für Aleroth verantwortlich.
Na, du bist ja nett. Aber dieser verdammte neue Orden kümmert sich nur um diese Kleinstadt. Die ganze Woche konfiszieren sie hier schon Lebensmittel. Ich werde nicht darüber entscheiden, wer Lebensmittel erhält und wer nicht. Irgendwann wird sich der neue Orden um das Problem in Alleroth kümmern. Alleroth sollte nicht wegen Fluss sein, Damen. Aber wenn, sagen wir, Alleroth eine größere Stadt ist, können die vielleicht eher sich selbst helfen als Fluss sein? Ich meine, ich habe schon eingegriffen, indem ich hier Schweine zurückgebracht habe, aber ja, ich würde sagen, weiter greife ich nicht ein in die Hungersnot. Rückgratloser Drachentöter. Ja, ja. Ich gehe selbst auf Karlshof und zertrümmere den Schädel jedes Suchenden, der sich mir in den Weg stellt. Das ist eine gute Idee. Okay. Macht er das jetzt wirklich? Sollte ich ihm hinterherlaufen und gucken, ob er das tut? Ich glaube, wir sollten gleich mal beim Hof vorbeischauen. Dergshaus. War ich da schon mal drin? Wahrscheinlich nicht, weil ich noch nicht Schlösser knacken konnte. Hübsch! Lalala. Oh, hi, ich hab dich gar nicht gesehen, Dana. Armer Karl, wie konnte das nur passieren? So habe ich das doch nicht gewollt. Er hat Berold getötet, weil ihr mit ihm geschlafen habt. Auf gewisse Weise ist es also eure Schuld. nein, das natürlich nicht. Ich habe herausgefunden, dass er ein Mörder war, Dana. Ich musste handeln. Das musstet ihr wohl. Oh, lasst mich bitte allein in meinem Elend. Ja, sorry. Beklaue dich trotzdem weiter. Keller? Ich habe der Schlüssel. Okay. Ein Riesenkäse. Hübsch! Ich habe schon so viele Edelsteine eingesammelt. Ach, ist das nicht schön mit diesem Schlösserknacken, muss ja alles öffnen können. So viel. Okay, einmal gerade mit dir reden. Man lässt mir keine Ruhe. Was ist nur mit euch allen los? Ich denke, ja. So, was hast du denn Schönes? Vielleicht hast du ein neues Schwert oder ein neues Schild für mich oder so. Stufe 6. Oh, da ist ein leeres Veredelungsfeld. So dachte ich mir das eigentlich auch. Das heißt, da könnte ich die Sachen reinsetzen. Nahkampf, Fernkampf ist 2. Ich habe halt bei dem momentan Lebenslinie. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist Magieschutz. Allerdings habe ich hier auch so ein leeres Veredelungsfeld, Nahkampf, Fernkampf und Magierüstung. Ich kann mich echt gar nicht entscheiden. Das ist 2 Lebenskraft. Das hier, das hat nämlich auch... Ich glaube, ich nehme das da. So, dann haben wir 2 Hände. Macht natürlich jetzt keinen Sinn. Okay. Ich glaube, mein Schwert ist noch recht gut. Und das hier, diese Handschuhe vielleicht noch? 700. Jo, kann ich mir leisten. Wunderschön. So. Hast du das jetzt schon ausgerüstet? Tatsächlich. Die aktualisiert, glaube ich, direkt ihre... zu den guten Sachen. So, dann gucken wir uns mal die Veredelungen an. Ein Schwacher mit 4 Nahkampfschaden, ein Fernkampfrüstung, 1 Stärke. Gut, wo packe ich dich rein? Ich brauche Voraussetzungen dafür. Die da wären, ist das eine Fertigkeit? Veredelung installieren?
Oh, die war das hier nochmal. Weisheit? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wo Schlösserkranken ist ja auch ein... das hat aber mehr was mit dem Kampf zu tun. Ihr könnt bis zu 100 Gegenstände mit euch führen. Das ist schön. Wie machen wir das denn? Jetzt habe ich das, kann das nicht anwenden. Brauchte man dazu irgendwas? Das sieht so aus, als bräuchte man dieses Dingens, aber eine Fähigkeit. Kannst du mir das einsetzen? Man lässt mir keine Ruhe. Was ist nur mit euch allen los? Und ich muss zurück an... Nein, aber ich kann mal jetzt die alten Sachen verkaufen. Die Arbeit. Wieso kannst du mir das nicht machen? Was übersehe ich? Ich glaube, ich muss echt nochmal in Ruhe die Fertigkeit durchgehen. Drachentöter, Gedanken lesen. Unbewaffnet, Einhand, Weisheit. Schlösser knacken, verstauen, Waffe und Schild. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit unten ist. Blenden. Das ist auch bestimmt keine Krieger-Magier-Priester-Fähigkeit. Bezaubern. Oder? Bezaubern? Kreatur. Komisch, 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 komisch. Also entweder denke ich dauernd irgendwie, ist das was, was es nicht ist. Also ich meine, dass ich irgendwie drüber lese. Das kann immer mal sein. Ich kann mir auch eigentlich gar nicht anders vorstellen, dass es anders geht, als auf den Gegenstand zu ziehen, oder? Hatte man hier verschiedene, das fällt mir jetzt erst auf, verschiedene Rüstungssets oder was? Ich kann zum Beispiel auch Bogen hier auswählen, glaube ich, und dann Waffe wechseln. Das weiß ich ja, wusste ich gar nicht mehr. Okay, gar nicht schlecht. Also das alles ist noch ein kleines Rätsel für mich. Du kannst nur zerstören. Ah, warte mal. Hier ist doch veredeln. Ja. Okay. So, dann packen wir das mal da drauf. Ja, also es war halt nicht draufziehen. Das ist, aber dann ist es für das, diese Meldung ist dann verwirrend, finde ich. Das hätten sie eigentlich damals machen müssen. Und hier konnte ich noch was drauf machen. Und da habe ich sogar zwei Veredelungsplätze. Genau, wunderbar. Geht doch. Ich brauche keine Fähigkeiten dafür. Ich muss es nur. Ich muss es nur auf die richtige Art und Weise machen. So, dann der Hauptmann. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ach so, okay. Wegen dem Bauern Karl habe ich jetzt meine Falschen angesprochen. Ich bin gekommen, euch mitzuteilen, dass Bauer Karl tot ist. Was? Wie ist das passiert? Er ist ausgerastet, also bin ich auch ausgerastet. Ich musste mich leider gegen ihn zur Wehr setzen. Ihr habt ihn getötet? Aber warum? Lest das. Bauer Karls Tagebuch. Aber beim göttlichen Karl... Ein Mörder? Das sind in der Tat schlimme Neuigkeiten, aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Es wäre jedoch besser gewesen, wenn ihr erst zu mir gekommen wärt.
Ja, das wollte ich eigentlich, aber es ging nicht. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe Hjalmar getötet. Hier ist deine Maske. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachentöter. Nice, danke. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erledigt. Tretet den Wachen bei, haben sie gesagt. Mhm. Kommt in der Welt rum, haben sie gesagt. Stattdessen bekomme ich nichts außer dem Wall der Kaserne und den Verwaltungspapieren zu Gesicht, die man mir auf den Tisch knallt. Tja. Okay, dann, Trank der geringen Belebung. Ich mir da ein bisschen, weil ich jetzt so viel Geld ausgegeben habe, nehme ich mir wieder ein bisschen Geld. Okay. Dann, genau, du bist das mit den Banditen. Viele Probleme, den anderen die ihr euch Banditen. Willkommen. Habt ihr Neuigkeiten über das Banditenlager? Ja. Ich habe den Standort. Hervorragend. Erzählt mir alles, Drachentöter. Sie verstecken sich in verborgenen Höhlen nahe der Mine. Das Kennwort, um Zutritt zu bekommen, lautet Rote Beete. Sehr gute Arbeit, Drachentöter. Ihr habt euch eure Belohnung redlich verdient. Okay. Ich fordere Verstärkung aus alle Rot und Flussheim an. Bald werden diese Banditen Geschichte sein. Und dann, jetzt kriege ich sowas hier. Das ist allerdings, das hat Willenskraft und eine Veredelung. Fernkampfrüstung, Nahkampfrüstung. Auch an der Vergeltung. Wahrscheinlichkeit von 12% einer automatischen Gegenschlag, bei dem der Gegner 22% des Schadens erleidet. Ich sollte das vielleicht machen. Ich weiß gar nicht, ob man Veredelung auch wieder rausnehmen kann. Wahrscheinlich nicht. Oder ich würde Erfahrungspunkte mitnehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Weil ich würde das eigentlich jetzt dann nur verwenden, wenn ich halt auch eine Veredelung hätte. Ich nehme Erfahrungspunkte. Und habe einen Stufenaufstieg. Nice. So, dann können wir nämlich die Sache in der Gruft dann machen, denke ich. Okay, warte mal. Punkte, Punkte, Punkte. Ich mache mal wieder was in Gewandtheit. Mache ich Willenskraft oder mache ich Stärke? Ich glaube, ich mache Stärke. Ja. Und Fertigkeiten. Was haben wir denn Schönes? Ich überlege, ob ich noch irgendwie so einen Angriff. Aber vielleicht sollte ich mich auf Priester, Magier und Drachentöter konzentrieren. Das wäre nicht zu viele verschiedene Dinge machen. Sagte sie und guckte sich Verteidigung an. Ja. Das ist immer wieder schlimm. Ich will immer alles haben. Könnte meinen Geist verbessern. Dann ist er ein bisschen länger da. Das wäre ich gar nicht schlecht. Gedanken lesen. Oder Weisheit. Ihr erhaltet 2% mehr Erfahrung. Das kann natürlich auch nicht schlecht sein. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist immer echt schlimm. Soll ich erstmal Weisheit machen? Das ist so gemein. Ja, okay, komm. Was soll's? Okay. Das nächste Mal für ich den Geist wieder und ich muss vielleicht auch noch dann mal wieder Zauber machen. Ich mache einfach alles. Alles. Waren wir oben? Ja. War da eben noch ein Fass oder so? Ein Korb?
Nein. So, zur Gruft. Hätte ich auch oben rumgehen können. Ich habe die Uschi nicht wiedergefunden. Ich muss gerade nochmal hier reingehen. Wo ist die denn? Ich habe die einmal gesehen, als sie hier rauskam, als sie gegangen und Locke. Oder Locke. John Locke. Ah, da ist Yoshi. Ihr seid ein Segen für uns, Drachentöter. Nicht viele würden sich gegen den neuen Orden auflehnen. Ich dachte, bei dir gibt's eine Quest. Okay, aber bei dir. Ich freue mich, euch zu sehen. Überzeugt euch von meinem wahren Angebot. Oder könnt ihr mir vielleicht einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Sagt ihr was habt ihr im Sinn? Nur eine klitzekleine Angelegenheit, aber sie belastet mich. Versteht ihr? Neulich habe ich eine Wache dafür bezahlt, einen Hasen zu erlegen. Ich habe ihn jedoch nie bekommen. Vielleicht hatte er Gewissensbisse und konnte keinen Hasen töten? Aber mein Gold hat er genommen, ohne dass ich sein Gewissen gemeldet hätte. Ihr seht wie jemand aus, mit dem nicht zu spaßen ist. Redet mit dem Kerl, ja? Er heißt Kunrat. Der Kunrat, ich will erstmal Gedanken lesen machen. Ich handle mit ihnen. Rede mit ihnen. Fühle mit ihnen. Mhm. Und viele andere Dinge. Solange ich am Ende des Tages reicher bin als am Morgen. Okay, das war nur bezogen aufs Handeln. Warte mal. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknüpft? Nee, ich werde erstmal dein Angebot angucken. Hui. Wie viel habe ich? 2000. Das ist im Prinzip dasselbe, was ich auch für die Questbelohnung hätte bekommen. Ich fände es lustig, wenn ich dieses Set da zusammenkriegen würde. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Vielleicht mal eine bessere Hose. Die ist nur minimal besser allerdings. Und das wäre halt plus 4. Das wäre schon ein Stück besser. Oh, okay. Stürmische Rubinohrringe des ewigen Verbrennens. Plus 1 zu Wirbelwind. Aber da muss man ja Wirbelwind erst haben. Das habe ich gar nicht. Und du hast Veredelung. Wenn ich mir das hier hole und eine Veredelung dazu. 500. Was könnte ich eigentlich machen? Gewandtheit? Nahkampf? Erhöhte Reflexe. Weil manchmal weiß ich halt nicht so genau, was sie wirklich machen, zum Beispiel erhöhte Reflexe. Rüstung ist klar, unbeugsamer Wille. Ich weiß nicht mehr, welche Fähigkeit das ist. Ich werde das da nehmen. Das hier. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Meine alte. Genau, die ziehe ich ja sofort aus. Gut. Oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Nicht später. Aber sicher. Wunderbar. Gut, die Veredelung. Moment. Ich weiß jetzt, wie es geht. Sehr schön. Und eigentlich wollte ich in die Gruft gehen. Warte mal, wo ist denn der Kunrat? Oh Gott, ich weiß nicht, welcher der Kunrat ist. Ich nehme an, dass er eher draußen rumlungert. Hier sind nämlich, glaube ich, keine Wachen. Man hat eigentlich erstaunlich viele Händler hier, finde ich. Oben gibt es ja auch noch diesen Typen. Wer von euch ist Kunrat? Hans? Das ist eine Frau, brauche ich eigentlich gar nicht anvisieren. Warmund? Du bist Kunrat. Ihr seid es wieder. Was kann ich für euch tun? Was ist da los wegen diesem Hasen? Hasen? Moment. Ihr wurdet doch nicht von Locke zu mir geschickt, oder?
Nein, manchmal frage ich einfach so an, über flauschige Tiere zu reden. Wirklich? Nun, also ich mag Hamster. Sie sind, warum starrte mich so komisch an? Ah, also doch, Locke, oder? Ja. Hör zu, der Kerl ist ein Erpresser. Ich habe ihm den Hasen schon vor einer Woche gegeben. Und ihr seid nicht die erste Person, die er schickt. Dieser Richard hat mir fast den Arm gebrochen. Locke hat auf mich gelinde gesagt einen ziemlich geldgierigen Eindruck gemacht. Wegen des Gedankenlesens, ja. Ich glaube euch, Konrad, und ich werde dafür sorgen, dass er euch nicht mehr belästigt. Die Gedankenlesen erstmal. Ich hoffe, die Goblins werden eines Tages Richard das Herz rausreißen. Wobei, er hat ja gar keins. Ich stimme dir zu. Okay, ich helfe dir. Ihr macht eurem Orden alle Ehre. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, aber vielleicht ist das hier für euch von Nutzen. Ich habe gehört, wie Locke mit seinem Karren geredet hat. Ich weiß zwar nicht, was das sollte, aber Karren. Er sagte, Gold, mehr Gold. Das Lösungswort. Lösungswort. Egal, wie es heißt, wir haben es. Okay, bevor wir die Gruften machen, zum einen, gehe ich jetzt nochmal zum Locke und dann zum Karren. Nein, ich gehe erst zum Karren. Nicht, dass der nachher irgendwie abhaut oder so mit seinem Karren und dann kann ich das nicht mehr machen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich gehe erst zum Karren. Gold, mehr Gold ist das Passwort. Verkündet das Wort des Erkennens. Geld, mehr Geld. Mehr Gold sollt ihr haben. Dankeschön. Lockes Finanzbuch, Gold, heiliges Basilikum. Heiliges Basilikum, okay. Und Stärketrank. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Kann man das nochmal machen? Nein. Hätte das sein können. Gold, noch mehr Gold. Warte mal. Die Finanzen. Aktuelle Kredite. Tim schuldet mir 2 Kupferstücke. Bei meinem letzten Bier hatte er nicht genug Wechselgeld und hat mich mehr bezahlen lassen. Ich fürchte, er hat den Rest als Trinkgeld aufgefasst. Daher muss ich ihn das nächste Mal, wie ich ihn sehe, daran erinnern, dass er mir Geld schuldet. Folo, glaubt dieser stinkende Bau etwa, ich gebe ihm ein Taschentuch und verlange nichts dafür. Ich erwarte ein sauberes Taschentuch, eventuell sogar ein zweites als Zinszahlung. Er ist schon über einen Monat her. Richard, nun, ich habe ihm 10 Goldstücke gegeben, als er das letzte Mal sein Schwert beim Derg schärfen ließ. Ich würde das Geld ja zurückverlangen, aber er beschützt das Dorf, deswegen will ich das mal vergessen. Ja, die 2 Arschlöcher halten zusammen. Super Sache. Ich gehe mal zum Locke. Löckchen. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknüpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Ich denke nicht, dass er derjenige ist, der ein Flegel genannt werden sollte. Was? Ich verstehe nicht. Ihr habt nicht etwa Richard den gleichen Auftrag gegeben? Ich? Nein, habe ich nicht. Er lügt. Was für ein skandalöses Benehmen. Mir wird Unrecht getan und ihr übt keine Vergeltung? Ihr wisst die Lage nicht richtig einzuschätzen, Drachentöter. Verdammt, ich bin es, der hier zu Schaden gekommen ist. Natürlich. Locke hat gerade seine Preise erhöht. Quest fehlgeschlagen für 1 Pfund Fleisch. Interessant, dass es dann fehlgeschlagen ist. Und gut, dass ich vorher mit ihm gehandelt habe. Mir soll es recht sein. Ich habe, was ich brauchte. So, jetzt aber dann zur Gruft und dann können wir das Hauptquest weitermachen. Ups. Allerdings müsst ihr dafür bis zur nächsten Folge warten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.